Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alter hier auf meinem YouTube-Kanal. Oh Mann, Nico hat sich gerade im Hintergrund ausgezogen. Und ihr habt den Titel schon gelesen. Zwei Dinge, es handelt sich nicht um Clickbait und wenn euch das Ganze hier gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen und den Kanal abonnieren. Und für das heutige Alter-Video habe ich mir einen Gast dazu geholt. Es handelt sich um Nico Prien. Nico? Hallo Mario. Guten Tag. Lang nicht gesehen. Nee. Schön, dass du hier bist. Ja. Wie geht's dir? Ganz gut soweit, wie es einem in Tarifa halt so geht, ne? Ja. Ja. Jetzt haben wir noch einen Gast. So. Dann sind wir zu dritt. Wir sind zu dritt. Und ich habe dir noch nicht erzählt, worum es heute geht, ne? Nee. So, Alter ist ja erstmal ein Reaction-Format, das weiß ich ja sicher, ne? Also einer der treuesten Zuschauer. Ja, selbstverständlich. Und vor geraumer Zeit gab es einen Videowettbewerb bei windsurfers.de, den ich leider nicht gewonnen habe. Mhm. Ich habe damals den dritten Platz gemacht und damals, wir waren sogar zusammen, ne? Mhm. Bei dir in Hamburg. Also wir waren nicht zusammen, also Leute, nicht was ihr jetzt denkt. Also schon ein bisschen, aber nein. Auf jeden Fall habe ich mich damals tierisch über den dritten Platz aufgeregt. Und wir beiden werden uns jetzt mal das zweit- und erstplatzierte Videos zusammen anschauen. Und ja. Hört sich gut an. Gut zu erwähnen wäre vielleicht einmal, was die Kriterien überhaupt waren von der Bewertung her. Gut, also es war so ein, man konnte offen, also jeder konnte einreichen, was er wollte. Und die Kriterien waren Arbeitsaufwand, Kreativität, Schnitt, Musik, Bildwahl. Also im Prinzip alles, aber im Endeffekt einfach Geschmackssache so. Hallo Luis. Jetzt wird der Hund vielleicht in der Geil, Weile bellen. Das wird der Hund kurz. Cooper. Auf jeden Fall, Freunde, ich habe den dritten Platz gemacht mit meinem Musikvideo. Das kennt ihr sicherlich alle. Das könnt ihr euch nach dem Video nochmal anschauen, wenn ihr da mitdiskutieren wollt in den Kommentaren. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam den Zweitplatzierten an. Das Video ist von Alex Mertens. Und heißt My Last Year. Okay. Und geht 1 Minute 16. Und geht 1 Minute 16. Ich fand den Anfang auf jeden Fall schon mal geil. Wie detailliert sollen wir dann reingehen? Soll ich jetzt hier vor und zurück gehen und sagen, was ich gut und schlecht finde? Ja, können wir machen. Also das mit den Wolken, ja, ist ganz cool. Ich finde halt immer so, ich finde solche Shots finde ich immer relativ pointless. Ja? Also, ja, sieht zwar schön aus, so kann man gut so ein bisschen mit der Unschärfe mit der Kamera spielen, aber sagt im Prinzip nichts aus. Also so. Ich mag sowas ja eigentlich ganz gerne für Atmosphäre. Ja. Kann aber man drüber streiten. Ist halt nichts Spezielles so. Ja. Musik ist ganz cool auf jeden Fall. Also die Szenen passen auf jeden Fall alle farblich recht gut zusammen, finde ich. Ja, wollte ich auch sagen. Color Grading finde ich geil. Ja. Und was mir gerade bewusst wird, ist, dass der Titel ja My Last Year ist. Und als ich es damals im Rage-Modus beim ersten Mal gesehen habe, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass logischerweise, wenn das Video so heißt, der Inhalt auch einfach eine Zusammenfassung von seinem Jahr ist. Ja. Und was ich damals halt meinte ist, dass es einfach zusammenhanglose Clips sind alles. Ja, aber das finde ich, ist es immer noch. Weil es ist einfach, es ist keine richtige Story. Es sind einfach so ein bisschen so Szenen zusammengewürfelt, die er am ganzen Jahr gesammelt hat. Ja. So wie bei meinem Video vom letzten Jahr so. Ja. Einfach halt alles, was so im Jahr entstanden ist, die besten Szenen so zusammengewürfelt und dann irgendwie ein cooles Video draus machen. Okay. Aber ja, verstehe ich. Aber also es macht für mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn. Aber guck mal, das ist die Lagerfeuer-Szene jetzt, die in das Ding mit der Zündkerze reingeht. Zündkerze, wie heißt das? Wunderstäbchen. Wunderkerze. Das ist ja auf jeden Fall eine geplante Szene. Nee, muss nicht geplant sein. Oh. Wenn du halt eine. Aber er hat ja sicherlich zum Beispiel im Laufe des Jahres auch mal ein paar Videos geschnitten. Ja klar. Und da hat er ja unter anderem auch mal ein paar Szenen geplant. So. Thank you.
Action ist auf jeden Fall geil, aber also von dem, was er macht, finde ich. Also ja. Ich kann mir so Freestyle-Zeug immer richtig gut angucken. Mhm. Ach, jetzt ist schon vorbei. Das war's, ja. Ja. Also sind auf jeden Fall gute Aufnahmen und. Ich finde halt zum Beispiel. Schön. Beim Ende, weißt du, warte. Ich finde halt so, wenn man einem Video keine tiefere Story gibt oder jetzt nicht so eine übelste kreative Idee hat, ist halt ein Jahresrückblick, ne? Bitte nicht falsch verstehen alles, ne? Dann finde ich halt so ein Shot zum Beispiel, ne? Ja. Findest du den jetzt übelst krass? Den kann man halt an 365 Tagen im Jahr irgendwie machen, so den Shot. Oder? Darauf wolltest du hinaus. Ja, aber darauf wollte ich hinaus, ja. So. Okay, das ist halt schon vorbei, so nach einer Minute das Ding. Also wie du schon sagst, so rein von den Shots her, also von den Aufnahmen und von der Action her, ist es schon geil. Wobei ich auch sagen muss, dass dauernd halt das Material wechselt. Irgendwie verschiedene, es soll doch der gleiche Fahrer sein, oder? Aber es dauert verschiedenes Material. Das passt für mich zumindest nicht so mega. Vielleicht hat er die Sponsoren ab und zu gewechselt. Man weiß es nicht. Nein, Conspiracy Spaß. Theories. Nein, Spaß. Also was ich jetzt nochmal sagen wollte, was mir bei dem Video aufgefallen ist, das ist halt einfach. Und deshalb glaube ich, hat das Video auch, oder ja, deshalb glaube ich, hat es den zweiten Platz bekommen, weil halt super viele coole Effekte drin sind. Aber mir persönlich ist es einfach so zu viel. Aber es sind halt einfach ganz viele, also wir können die ja gerne mal durchgehen, ne? Aber so zum Beispiel hier. Oh Gott, das wird schon alte Arbeit. Aber ja, ja, let's go. Also das erste ist halt hier schon mal mit diesen Fake-Wolken, die da so lang ziehen. Mhm. Also hier halt das zweite, die Zoom-Transition. Mit einem Prisma-Effekt drauf. Mit einem Prisma-Effekt. Dein absoluter Dann halt diese Timelapse. Das ist keine Timelapse, das ist eine. Fuck, wie heißt es? Wenn du Bilder schießt. Ja, ich verstehe schon. Ja, ja. Ja, hier das mit dem Speed-Ramping in der Drohne. Mhm. Das. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare übrigens, was ihr darüber denkt. Ja. So, also die ganze Zeit, ihr könnt gerne mitdiskutieren. Ist für mich sehr spannend. Ja. Also es ist jetzt, ich will das jetzt nicht voll runter machen, das Video, ne? Aber nee. Mir persönlich sind es einfach viel zu viele verschiedene Effekte und Übergänge und halt einfach nur versucht, irgendwelche coolen Clips aneinander zu reihen. Und das ist für mich halt ist für mich nicht wert, irgendwie was, also kein zweiter Platz wert. So. Geiles genau. Video, geiler Schnitt, geiles Color Grading, geile Action, so, aber es fehlt halt irgendwie die Story und er versucht es. Meiner Meinung nach so mit der Story wieder gut zu machen, indem er ganz viele coole Übergangseffekte. Und was ja auch geklappt hat, hat ja einen zweiten Platz bekommen. Ja, das Ding ist aber auch, es gab beim Videowettbewerb, ich glaube, 4 Videos, die überhaupt platzierungswürdig waren. Und er war halt eins davon. Alles klar, das war der zweite Platz. Und jetzt gucken wir mal den ersten Platz rein. Ich muss sagen, das erstplatzierte Video habe ich mir auch öfter angeschaut. Und da habe ich auch irgendwann gesagt, okay. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, der gewinnt das Ding. Man muss dazu sagen, dass es von einem ziemlich guten Freund von mir gemacht worden ist. Mhm. Mit dem ich. Das kannst du nicht so haten, ne? Nö, ich wollte dich einfach nur mal erwähnen. Das ist der Friedel Blasch von Bulgenslag. Bulgenslag ist übrigens plattdeutsch und heißt Wellenschlag quasi. Und genau, mit dem bin ich zusammen. Eigentlich, seit ich angefangen habe, Wave Windsurfen eigentlich immer zusammen aufs Wasser gegangen. Ja, geil. Nee, man sieht ja immer wieder Bilder, wo von Ed Bulgenslag steht auf Facebook. Genau. Die sehen auf jeden Fall geil aus. Ja. Okay. Also das Video hier ist... warte mal eine Sekunde. Von Leon Yamar. Oder wie wird er ausgesprochen? Also es ist von Bulgenslag, aber über Leon Yamar. Über Leon Yamar. Im Winter in Hanstholm. Geiler Spot. Das ist auch der Titel von dem Video. Einer meiner Lieblingsspots auf der Welt. Let's go. Boah, kann ich direkt auf Pause drücken? das erste Bild fand ich sah direkt episch aus. Ja, und das passt auch mit der Musik zu. Mit der Musik, ja. Ja. Ich find's ein klein bisschen zu krass gecolorgraded. Also es ist halt schon extrem. Ja, aber es kommen halt direkt diese kalten Winter-Vibes rüber. Ja, das wollte er ja wahrscheinlich auch. Ja, ne? Genau. Ja, das mit dem Grading zieht sich hier jetzt dann auch. Aber guck mal, hier ist ein bisschen krass schon gegradet, oder? Aber es ist halt auch Findest einfach morgens. Das siehst du ja hier am Licht von dem Schiff. Das stimmt. Es ist halt auch einfach dunkel und morgens so. Man sieht, das ist einfach so im Effekt
entstanden ist, weil das, ja, also es ist jetzt nicht irgendwie stabilisiert. Schon fast so ein bisschen Vlog-Style. Also ja, ich kenne das halt so, Kamera aus dem Fenster halten. Ja. So sieht halt der zweite Shot aus. Finde ich aber gut. Ja, genau, war so Kamera aus dem Fenster beim Fahren wahrscheinlich. Fast irgendwie, macht Atmosphäre. Den Shot finde ich zum Beispiel nicht gut. Nee, weil das halt so abgeschnitten ist. Es ist halt, so der Hintergrund ist überbelichtet. Hier hast du Bewegungsunschärfe und er ist komplett unscharf. Ist halt mega kontrastreich. Ja. Okay, er ist dann scharf geworden noch. Okay, das macht es wieder ein bisschen. Aber doof. Trotzdem fand ich es doof, dass er abgeschnitten ist. Boah. Sieht schon böse aus, ne? Also die Musik ist halt einfach mega. Ja. Die Musik kennt man aber auch, ne? Das ist halt einer meiner Lieblingsspots so. Ja, und ich wollte gerade sagen, ich habe seit heute so einen Respekt vor der Action auch. Ja. Wir waren nämlich heute draußen wafen und wir hatten hier 4 Meter Welle. 3 Meter hätte ich jetzt gesagt. Echt? Aber war doch masthoch manchmal. Kann sein. Weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt so 3 Meter gesagt, aber 3 Meter ist schon recht. Okay, angesagt waren 3,7, sagen wir 3,5. Nee, auf jeden Fall wurde ich aufs Allerübelste gewaschen von so einer Walze. Und das ist schon krass. Ja. Und das dann halt im deutschen Winter noch, ist, glaube ich, nochmal eine Runde ekliger. Dänischer Winter. Ja. The winter season is what I really love. This is where you have the powerful low pressures moving in. This is where the magical lights appear. And besides that... Also wenn wir so über einen Aufwand sprechen, dann ist es natürlich krass, sich da im Winter so rauszustellen und es überhaupt zu filmen. Und hier kommt er jetzt auch. Aber ich finde, also wo wir beim Thema Aufwand sind. Also ja, ich wollte da noch was hinzufügen. Also es ist krass, sich da hinzustellen. Und es ist auch krass, hier geht er ja noch ins Wasser, genau. Mhm. Das ist halt geil. Das ist auch krass vom Aufwand her. Aber so von der Action, das kann man halt an jedem beliebigen Tag filmen. Also es ist jetzt von der Action her, klar, es ist krasse Action, aber man ist es halt schon so ein bisschen gewohnt. So. Backloop, Cutback. Lass mal darauf gleich zu sprechen kommen. Ich weiß schon, in welche Richtung du willst. Ja. Ja. Okay. Nee, aber vom Aufwand her ist halt, ich weiß nicht, wie lange sie gefilmt haben. Also jetzt scheint die Sonne auf jeden Fall schon. Also ich nehme an, es ist in einem Tag oder in 2 Tagen. Auf jeden Fall, dass die Wassereffekte keine Effekte sind. Echtes Wasser, ja. Echtes Wasser, ja. Also schon ein geiles Video. Ja, auf jeden. Voll geiler Action-Clip. Geiler Action-Clip. Aber halt, wie du schon anspielen wolltest, worauf du schon anspielen wolltest, so vom Aufwand, das ist halt in einem Tag abgedreht gewesen. Ja. Und wahrscheinlich in so 4 Stunden geschnitten. Ja. Denke ich auch. Maximal, oder? Was ich so ein bisschen schade finde, dass halt am Anfang alle Szenen so vom Land aus sind und dann am Ende alle Szenen vom Wasser aus. Aber er hatte ja auch so einen Übergang zwischendrin gehabt, weißt du? Es gab ja dann kurz so Shots an Land und dann ging es weiter. Ja. Nee, also ich finde, keine Ahnung, eigentlich ist Grading halt auch Geschmackssache, ne? Ja, es ist halt. Mir ist manchmal ein bisschen zu unnatürliches Licht schon. Boah, ist halt so Kinofilm-Look auch irgendwie, ne? Ja. Boah. Ja. Geil, ja, Frontlook will ich auch unbedingt lernen. Voll riskant auch so nah am Kameramann zu landen. Was passiert denn, wenn das in die Hose geht? Schau mal, das sind so 1,5, 2 Meter vielleicht. Ist doof. Aber normalerweise trägt man einen Helm und dann taucht man unter oder so. Ja, aber selbst wenn du untertauchst, du kannst ja nicht auf einmal so einen Meter runtertauchen. Klar. Nee. Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall der erste Platz. Und ihr müsst euch vorstellen, damals, ich weiß nicht, wie lange es her ist, 2 Monate? Ja, ungefähr. 2 Monate ungefähr, habe ich mich halt mega aufgeregt, weil ich, also wo wir gerade beim Thema Aufwand waren auch, ich habe halt ein Musikvideo gedreht so, ihr könnt euch das jetzt gerne auch nochmal anschauen, ist unten verlinkt, alle anderen Videos auch. Und ich habe dafür halt einen Song geschrieben, einen Beatproduzenten gehabt, einen Song aufgenommen,
ein Konzept für ein Musikvideo geschrieben, das Musikvideo gedreht an mehreren Tagen. Ja. Und das dann ganz lang geschnitten. Das hat auch mehr als einen Tag gedauert so. Und dann bin ich halt auf die windsurfers.de Seite gegangen und habe so geguckt und ich sehe so zwei 1 Minute 30 Action Clips und ich habe mir einfach nur gedacht, leck mich am Arsch, Alter. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich habe es halt echt gar nicht verstanden so. Und dann habe ich mich jetzt aber so drauf eingelassen und geguckt und das sind auf jeden Fall geile Videos, aber ich persönlich hätte mir den ersten gegeben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du meintest halt, dir gefällt der Rap zum Beispiel nicht. Ich will jetzt keine Platte. Nee, aber das darf man dabei nicht so bewerten, finde ich. Also der Song passt mir vom Stil her gar nicht. Ja. Aber ich finde, das darf man bei so einem Projekt, also das muss man außer Acht lassen. Aber das ist ja einfach Geschmackssache, ob der Song gefällt. Ich meine, der Song ist ja nur ein ganz kleiner Teil eigentlich vom ganzen Projekt. Gut, es war halt ein Musikvideo, ne? Es geht halt schon krass um den Song auch. Okay, aber der Beat zum Beispiel. Achso, du meinst jetzt die Lyrics. Ja. Und wie der Autotune also und so weiter. Also das eine ist, wie du es gesungen hast, das andere sind die Lyrics, das andere ist der Beat, also das kann man ja auch nochmal aufsplitten so. Ja, hast recht. Ja, nee, auf jeden Fall. Aber dann so wieder auf der anderen Seite muss ich halt sagen, wenn ich mir jetzt die einzelnen Szenen aus meinem Video rauspicke und angucke, dann haben die beiden halt schon einfach das kompaktere Projekt. Und es ist vielleicht von den Aufnahmen her geiler und sowas. Ja. Nur, weiß ich nicht, ich hab mich halt, so das war so der eine Punkt, warum ich mich geärgert habe. Im Nachhinein ist vollkommen egal auch irgendwo, ne? Ja, es ist halt, ich meine, bei dir war das halt voll der Aufwand. Ja. Deshalb verstehe ich das schon. Ich war ja da so ein bisschen in Kontakt mit dir zu der Zeit. Ja. Und du hast ja schon übel Stress gemacht und das hat ja auch richtig lang gebraucht. Das ist halt Todes. Es hat ja auch richtig lang gebraucht, um das zu schneiden. Ja. Auch, also das Schneiden war halt nicht das eigentlich Krasse. Das eigentlich Krasse ist halt ein Musikvideo zu drehen, so. Ja. Ja, das Drehen. Und das war halt, ich hab halt in dem Meet eine Story erzählt und die verfilmt, so. Und ich glaube, das hat allein eine ganze Woche gedauert. Ja. Ob man es glaubt oder nicht. Du musstest ja jemanden engagieren auch zum Schauspieler. Ja, ich hab ja. Boah, ist schon wieder so lange her. Ja. Dann musstest du an die ganzen Locations fahren. Mhm. Das ist halt mehrfach fehlt. Das ist ja auch nicht beim ersten Mal ist abgedreht so. Nee, also natürlich nicht. Alter, so jede Szene 10-mal mindestens. Genau. Und dann war es immer noch nicht perfekt. Ja. Deswegen. Vielleicht hast du ja deshalb auch nicht gewonnen, ja. Das wäre mal was Neues gewesen, weißt du? Richtig. Frischer Wind halt einfach. Richtig. Und die gleiche Geschichte, das Problem haben wir auch mit dem Vloggen, ne? Wind of Change. Ja, Wind of Change, Video von meinem Papa, oder? Was? Mein Papa hat mal ein Video gemacht, das heißt Wind of Change. Okay. Nee, das gleiche Problem haben wir auch mit dem Vloggen, ne? Dass man den Leuten immer wieder erklären muss, in der Windsurf-Branche. Ja, teilweise sehen die Leute halt einfach das Potenzial nicht, aber das ist halt so typisch Windsurf-Branche, das ist halt einfach, die sind hinterher. Ja. Wenn man sich das im Vergleich mit anderen Nischen anschaut, anderen Sportarten, dann sind die Windsurfer halt einfach hinterher in allen möglichen Bereichen. Ja. Und das wird vielleicht einer der Gründe sein. Dann fällt dir auch, dass du voll laut redest. Ist doch super, wenn wir laut reden. Ja, ist perfekt. Nicht so groß ist oder nicht mehr wächst oder ja, vielleicht nicht so viele junge Leute dabei sind und viele Alte, die sich dann über solche Rap-Videos aufregen. Ja, wobei ich sagen muss, Großteil meiner Community ist auch, sind schon älter, ne? Nehmt es mir jetzt nicht übel. Ne, bei mir auch. Und die haben sicher auch, ja. Ja, stimmt, bei dir auch in der Demografie, ne? Genau. Ist halt einfach so in der Szene. Ich habe auch einen YouTube-Channel, den ihr euch gerne anschauen könnt. Könnt ihr gerne mal deabonnieren. Ich bin kurz davor, Mario zu überholen. Was heißt kurz davor? Aber ich komme näher ran. Deshalb bitte mal alle unten in die Beschreibung gehen. Nein, ich schreibe einen Kommentar, okay? Bitte alle das Kommentar liken und abonnieren, damit ich Mario überhole. Aber ja, krass, ne? Wenn man in die Fitnessszene und sowas schaut und wenn man das ins Verhältnis setzen würde und wir würden sagen, so, wir machen YouTube und wir sind so in unserem Bereich so die, weiß nicht, Einzigen, die das machen. Alter. Ja. Da sind Leute, die kriegen 20.000 Euro im Monat dafür, dass sie ein Eiweißpulver promoten. Und natürlich muss man das jetzt ins Verhältnis setzen. Aber selbst wenn man es ins Verhältnis setzt, kann man es vollkommen vergessen. Du kannst, egal welcher Marke eigentlich im Windsurfen, kannst denen das erzählen, was du machst, und die werden es nicht kapieren. Ja. Außer Avanti Sales. Nein, Leute, das war's mit diesem Video. Haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt gerne Nikos Kanal ab. Schreibt in die Kommentare,
Wenn ihr Gedanken zu dem habt, was wir gesagt haben, ich bin mir sicher, ihr habt Gedanken dazu gehabt, weil wir haben, denke ich mal, vieles auch gesagt, wo man sich entweder darüber aufregt, wo man sagt, oh, das sehe ich genauso, oder wo man seinen eigenen Senf dazugeben müsste, möchte. Es gab ja auch, bevor du das Video schließt, recht viele Kommentare dazu auf diversen Foren oder auf Facebook. Teilweise sehr negativ, teilweise... Boah, ja, da wurde ich als Fotze bezeichnet auf Facebook sogar. Echt? Von irgendeinem Niederländer. Piepst du das jetzt eigentlich raus? Müsste ich eigentlich, ne? Aber mache ich nicht. Okay. Ja, auf jeden Fall gab es da sehr kontroverse Kommentare. Ja, deshalb sind wir uns sicher, dass ihr Kommentare auch habt. Mh. Eure Meinung wollt ihr sicherlich mal kundtun. Kundtun. Deshalb macht das hier unten. Ba, 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 ba. Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren. Mich deabonnieren. Nico abonnieren. Bingo! Haut rein. Ciao.